Das Hartbergspiel war für uns das Highlight der Saison. Geht in die Geschichte eines Vereins. Natürlich umso schöner, dass ich in meinem Alter noch die 2 Tore geschossen habe. Zahlreiche Überraschungen und Geschichten, die so nur der Cup schreiben kann, haben wir diese Saison schon miterlebt. Eine Mannschaft, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Cup dabei war und nur haarscharf an der Sensation vorbeigeschlittert ist, war der AS Köln Gmünd. Unser heutiger Local Hero hat sich nach der Cup-Schlacht gegen Harzberg nicht nur in Kärnten einen Namen gemacht. Udo Gasser und der AS Köln Gmünd hatten schon in der ersten Runde eine ganz spezielle Situation. Es ist, glaube ich, sicher jeder von der Mannschaft vom Fernsehen gesessen. Es waren nicht mehr viele Bundesligisten, glaube ich, im Topf drinnen, was ich mich erinnern kann. Der Verein, der aus Mattersburg kriegt, kann sein, wenn sie Konkurs gehen, dass der Verein weiter ist. Natürlich, wo wir dann gezogen worden sind, ich glaube, 2 Minuten später sind die Hände ins Herz gelaufen. Ja, also wir haben da schon gefeiert, dass wir in der zweiten Runde sind. Mehr ist da nicht zu sagen, ja. Und dann kam Harzberg. Wir sind dann gemeinsam aufgefahren. Ich habe ganz einen eigenen Weg genommen. Ich bin mit dem Radl aufgefahren. Ich meine, wenn mir die Harzberger wahrscheinlich gesehen hätten, wie ich mit dem Radl reingekommen bin, hätten sie gedacht, was ist da los, ja. Und dann habe ich einfach gesagt in der Kabine drin, von 13 Uhr weg, genießt jede Sekunde, was da passiert, bis zum Schlusspfiff. Genießt es einfach, was unterm Strich rauskommt, können wir nicht beeinflussen. Dann natürlich, was in der 94. Minute sich abgespielt hat, das war natürlich ein Wahnsinn, 11 Meter. Das war die letzte Aktion und was mir da noch in den Kopf gegangen ist, muss ich ehrlich sagen, gar nichts mehr. Alle haben mir meinen Namen reingeschrien, hau ihn eine, Udo, Udo. Und dann ja super, ja, was tue ich? Einfach voll durch und wenn er drin ist, ist er drinnen. Und so war es noch ganz lang und wo noch das war noch ein, sieht man glaube ich auf die Bilder, was mir passiert ist. Lieber Udo, zu guter Letzt, warum fühlst du dich bei Gmünd so wohl und was würdest du sagen, sind so die Besonderheiten? Der familiäre Flair, was da eigentlich abläuft. Das ist einfach die gute Mischung von alt auf jung. Wir haben eine zweite Mannschaft, die spielt in der ersten Klasse. Das sind eigentlich alles Junge und wir trainieren eigentlich immer zusammen. Wir haben bei jedem Training zwischen 25 und 30 Leute. Und bei jedem Training, die Training werden schon gesplittet, aber bei jedem Training kommen 1-2 Junge immer dazu. Und auch, die kommen alle Wochen abwechselnd auch bei uns im Kader. Und natürlich kriegen sie da die Spielpraxis auch in der Kärntner Liga. Danke Udo, dass wir dich besuchen durften. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja bald wieder im Unica ÖFB Cup.